willkommen zu Sonnensüchtig. Es ist ganz schön aufgezogen. Normalerweise müsste ich mich rasieren, hat meine Frau gesagt. Und meine Antwort war halt, ja, ich muss raus zum Buddeln. Der Wind ist heute relativ scharf. Eventuell verliere ich den Bart, ja. Ich habe das Glück, momentan noch über eins der letzten freien Felder laufen zu dürfen. Denn, ja, wie die Sonnenlauter euch wissen, die Saison ist echt beschissen im Moment. Die ganzen Felder sind bestellt, Wintergerste, Weizen, was weiß ich. Neu gesät, so wie hier. Es ist gerade noch so hoch, dass ich bedenkenlos schwenken kann. Ich habe den Landwirt heute Morgen noch persönlich getroffen, habe also wieder die persönliche Genehmigung, hier laufen zu dürfen, solange ich den Mais nicht aufesse. Und es besteht halt Pflicht, die ich mir selbst auferlegt habe, halt Grabungsmesser zu benutzen, dass wir sauber dazwischen kommen und wirklich keine großen Löcher reißen. Denn das wollen wir alle nicht. Wir wollen das Hobby in Ruhe ausüben können. Und ich möchte halt auch keinen Ärger kriegen. Von daher alles super. Also, ich freue mich, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr mich begleitet. Versprechen kann ich euch wie immer nichts. Aber ich werde mir alle Mühe geben, irgendwas Schönes für euch zu finden. Auch wenn ich mein Glückstalisman heute nicht dabei habe. Mein Sohn hat die Kette zerstört. Wir gucken, was kommt. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Ein 50er Leitwert mit dem Fuß zur Seite geschoben und dann. Ein Bruchstück einer Schnalle. Sehr schön. So, meiner Meinung nach ist das ein Bruchstück einer Schnalle. Sehr schön. Läuft doch. Weiter geht's. Ungefähr. Ja, ihr seht, also diese Messer sind echt wunderbar. Ich hoffe, ihr seht es. Weil sie halt gewinkelt sind. Ich habe gesehen, es gibt den Diamond Dagger. Das wäre vielleicht auch nochmal so eine Geschichte, die man mal testen könnte. Denn ja, ihr habt halt einen ganz anderen Winkel beim Graben. Der Winkel rein und könnt schön hebeln. Während ihr mit einem normalen Messer halt schon zu flach wird, also ihr werdet ja ungefähr hier, euch fehlen 3 cm. Das wie gesagt, wir haben hier in der Gegend extrem teilweise lehmige Böden, gerade wenn man im Park unterwegs ist. Und ja, da ist das echt Gold wert. So, haben wir es draußen? Ja, draußen. Oh! Naja. Wir wissen, das Gerät funktioniert. Weiter geht's. Esse und das Knoppers schon durch ist. Jetzt was anderes für zwischendurch. Findet man jede Menge auf Äckern. Guten Appetit! So, das nächste Signal ist nicht weit, ist genau daneben. So ungefähr, wie viel sind das? 40 cm. Nein, da ist nichts reingesteckt. Da ist der Stab von meinem Nordic Walking Stick drin, damit ich weiß, wo ungefähr. Ist aber ein bisschen tiefer, glaube ich. Wir müssen jetzt auf die Pflanze ein bisschen aufpassen. Zur Not buddel ich drumherum oder buddel sie halt aus. Schnauze. Ha, wir haben es schon. Wir sind gut. Deswegen ist das so wichtig, wenn man das pinpointen kann. Ja, da. Immer noch drin. Aha, der Regenwurm ist es wieder. Kommt wieder in ein Loch.
Ein Stück Blei. Ein Tipp für die Leute, die mit dem AT Pro laufen und immer Probleme haben, dass die irgendwelche Fehlsignale reinkriegen. Und zwar laufe ich ja immer in den Pro-Modus und ein bis zwei Balken runter. Am besten, wenn ihr auf einem neuen Acker seid oder eine neue Spule drauf habt, macht ihr einen Factory Reset. Das geht so. Den Knopf einfach gedrückt halten und irgendwann, zack, stellt er sich um auf Werkseinstellung. So, jetzt sehen wir hier wieder bis 35 ausgeblendet und im Ping-Modus, also in dem Standardmodus. Dann gehe ich immer hier hin. Dann geht ihr ungefähr, bis ihr nur noch drei Balken habt, ich hoffe man sieht das, runter und macht dann die Ground Balance. Das heißt, ihr haltet den fest, den Knopf, und geht immer auf und ab. Am besten natürlich da, wo kein Eisen ist, kein Metall. So, meiner steht bei 97, das ist eigentlich das von gerade. Und dann könnt ihr wieder hochgehen und so hoch halt, wie das Gerät erlaubt, ohne dass ihr halt Fehlsignale reinkriegt. Ich hoffe, der ein oder andere setzt das um und kann das benutzen. So laufe ich immer. Eine Platzpatrone. Hätte ich mir denken können, auch beim zweiten Signal noch eine. Aber was will ich machen, ne? Es hätte auch was ganz anderes sein können. Irgendwas Schönes. Weiter geht's. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Jetzt habe ich schon zwei von diesen scheiß Platzpatronen ausgebuddelt. Alle so in diesem Bereich 70, 75 und habe jetzt das dritte Signal. Was macht man? Wer war das? Wer hat gesagt, weggehen? Buddeln! Buddeln! So. Da. Da war die eine. Ich weiß nicht, ob ihr sehen könnt. Hier vorne. Und das andere Ding muss hier jetzt liegen. Mal gucken. Da ist mein Piekser, also irgendwo hier. Da. Da, da, da. Okay. Mann! Was zur Hölle ist das denn? Also wer mir erzählt, dass ich das Ding durch das kleine Loch da reingesteckt hätte, dem ist auch nicht zu helfen. Auf jeden Fall, ja, wieder Blei, aber nichts Wildes, glaube ich. Nein. Aber geiler Wert, meine Herren. Aha, Scherben gibt es hier also auch. Von Scherben habe ich leider absolut gar keine Ahnung, aber das sieht handgemacht aus. Weil wir drin diese Rillen haben. Da wird Flo die Sondelfee wohl irgendwas zu sagen können. Der ist da so ein bisschen wesentlich mehr beseelt wie ich. Ja. Nehmen wir erstmal mit, ne? So, da hinter mir wäre das andere Maisfeld, wo wir heute nicht drauf gehen. Weil wir halt extrem viel Fläche noch hier vor uns haben. Ich bin da gerade mal am Rand lang gelatscht. Mal gucken. Also ich müsste mich beeilen, weil wie gesagt halt. Ja, das Zeug wächst unwahrscheinlich schnell. Ich hoffe, das Wetter hält sich. Sieht immer Regen aus. Also beeilen wir uns. Jetzt haben wir ein Signal, was jedem Anfänger das Blut in den Kopf steigen lässt. Einen schönen, sauberen 80er, 82er Wert. Das Ding ringelt regelrecht und schreit, buddel mich. Es kann jetzt alles sein. Ich muss es erstmal wiederfinden gleich. Das meiste, was man in diesem Bereich findet und höher, ist eigentlich immer, so wie der Sondelani sagen würde, YouTube, diese Zinktuben oder so verzinktes Blech oder Dosen oder so, in dem Bereich. Aber in diesem Bereich finden wir auch das Silber und zwar nicht dieses billige, ich weiß nicht, wie das heißt, Bullion, wie auch immer. Das finden wir meistens so in dem 50er, 55er Bereich und ab 70, 75 kommt eigentlich das schöne Zeug. Was es ist, weiß ich noch nicht, also graben wir es. Ich muss erstmal gucken, wo das ist. Moment, ist noch nicht mal tief. Bestimmt eine Scheiße, ja. So, was auch immer das ist.
sieht aus wie von einer Zigarre, so ein Ding. Steht drauf noch. Ja. Hier bin ich. So. Das ist halt der Grund, warum man gerade bei so schönen Signalen halt nicht immer gleich euphorisch werden sollte. Denn in den meisten Fällen ist es halt wirklich nur Schrott. Aber mein Wagner lag genau in der gleichen Kategorie. Der war auf 82, 85, 90 glaube ich sogar. Und da habe ich mir auch gedacht, so, boah, buddel ich das Scheißsignal. Ich habe jetzt schon die 8. Dose ausgegraben und die 12. Zinktube. Bock hat man da keinen. Ne? Aber man weiß halt nicht, was das ist. Und es war der Wagner, meine Glücksmedaille. Das ist ein Medaillon Mitte der, von 1800, glaube ich. Ich hatte gelesen, 1850 oder so wurde das gemacht. Aus reinstem Silber. Also es kann auch geil laufen. Man weiß es halt. Buddelt die Löcher, macht sie wieder zu. Seid glücklich oder macht die Umwelt sauber. Eins von diesen Sachen ist halt immer der Fall. So, jetzt habe ich so ein kleines Problem hier. Das nächste Signal ist genau in einem Maulwurfshügel. Und ich hoffe, da ist keiner zu Hause. Denn neugierig bin ich schon, es ist halt wieder ein 80er Bereich. Ich stecke euch mal hier rein. Ich hoffe, der ist nicht da. Das muss hier oben, glaube ich, irgendwo liegen. Wie ihr seht, ich war da nicht dran, nicht, dass es heißt hier, ne? Ist da? So. Ich hoffe, es ist oben und ich hoffe nicht, dass mich jetzt gleich was anfällt hier. Da hätte ich jetzt echt keine Lust drauf. Herr Maulwurf, ich komme jetzt! Oh. Da. Nicht, dass das der Erik vom Maulwurf ist. Da ist es. Nee, kein Erik. Schon intelligent, wenn man mit dem Knie über dem Pfund hockt, dann kann man es natürlich auch nicht finden. Also, piepst im Loch. Aber wir haben es noch nicht rausgeholt. Da ist sie! Schönen Gruß! Schönen Gruß an Sondel, an die YouTube! Verdammt! Wie angedeutet, eine verzinkte Tube. Aber schöner Leitwerk. Schön, schön. Ja, nicht nur die Funde werden langsam ein bisschen interessanter, sondern das Wetter scheint sich zu freuen, dass da noch so ein Bescheuerter unterwegs ist auf den Feldern. Denn wenn wir uns mal umgucken, so langsam wird es schön. Es ist zwar noch bewölkt, aber das macht nichts. Es ist super zu graben heute, also es ist nicht zu windig. Aber echt schön hier. Gefällt mir. Ich freue mich, dass ihr da seid. So kann ich euch wieder mitnehmen. Und schön. Obwohl die Wolke da echt fies aussieht, ne? Guckt euch die mal an hier. Das sieht nach Regen aus. Aber welche Richtung geht die denn? Die zieht aber weg, glaube ich. Zur Not, da irgendwo da hinten ist mein Rucksack, da ist ein Regenschirm drin. Also das werden tue ich nicht. Außer natürlich, es fängt jetzt schnell an zu regnen, aber es sieht nicht danach aus. Aber es ist auf jeden Fall schön heute. Also ich bin hier gerade in dem letzten Fleckchen Sonne. Und ja, so schön kann das sein. So, und jetzt geht die Sonne weg. Super. Weiter geht's. Da haben wir unsere Statistik schon wieder gerettet. Ich habe ja immer gesagt, pro Feld mindestens eine Münze. Leider komplett tot. Die würde ich Richtung Scheidemünze eingrenzen. Würde ich, weiß ich aber nicht genau, weil sie halt relativ dünn ist. Ich hoffe, man sieht es so ein bisschen. Ich muss ja hier alles auf einmal halten. Gut, aber auf jeden Fall, Münze ist Münze. Weiter geht's. Schöner, konstanter 63er Ton und jetzt mal. Eine Tube! Ein ganz verrotteter, aber Tube ist Tube. Nein, jetzt wird es aber echt windig. Ja, es ist schon schön, wenn ich die ganze Zeit da vor mich hin laber und gar nicht eingeschaltet habe. Wir hatten jetzt gerade
wieder ein 50er Loch, also ein 50er Bereich, wo wir gerade den Knopf gekriegt haben. Jetzt haben wir Folie gekriegt, das hatte ich ja alles imaginär aufgenommen und leider lief die Kamera nicht. Aber das wollte ich halt sagen, es gibt halt viele Materialien, die sich das gleiche, die sich den gleichen Leitwert teilen. Und wenn man jetzt zu verwöhnt ist, zum Beispiel von seinem Detektor und sich immer nur einbildet, dass immer nur bestimmte Leitwerte was Gutes sind, dann überläuft man natürlich jede Menge. Das ist halt die Gefahr, die man laufen kann, wenn man eine Leitwertanzeige hat. Das war bei meiner Suchhummel, bei dem H250 war das ja zum Beispiel nicht so. Der hat drei Töne rausgerückt und das war's. Ne? Da hast du alles gegraben. Jetzt habe ich einen teuren AT Pro und grab trotzdem alles. Also von daher, ja, man weiß nie, was da liegt. Man kann es nicht. Das Gerät kann es dir auch nicht sagen. Ach so, genau. Was ich letztes Mal vergessen habe zu erklären in meinem Anfängervideo, war der Camouflage-Effekt. Und das ist eigentlich auch mit einer der Hauptgründe, warum man alles graben sollte. Denn stellen wir uns mal vor, hier oben liegt unsere Silbermünze, die wir haben wollen. Und hier unten drunter liegt aber ein Eisennagel. So, jetzt könnt ihr euch ausmalen, wenn der elektromagnetische Strahl oder die Wellen da durchschießen, der greift hier an und da an und kriegt ein Mischsignal. Das Ding kommt niemals als eine Silbermünze rein. Niemals. Kann es nicht. Genauso kann es natürlich auch umgekehrt sein. Die Silbermünze liegt oben und das Stück Eisen liegt drüber. Das verdeckt es nicht, weil dann kriegst du nur den Eisenton rein. Aber es liegt so ein bisschen versetzt drüber. Das nennt sich Camouflage-Effekt. Das heißt also, der ganze Leitwert verschiebt sich ja. Logischerweise, weil du ja zwei verschiedene Metalle hast. Und das ist halt genauso wie zum Beispiel der Halo-Effekt. Das hatte ich gar nicht angerissen. Der Halo-Effekt besagt, dass eine Münze, die sich über die Jahrhunderte zersetzt, eine Aura bildet. Ist logisch, denn die zersetzt sich an ihre Bestandteile und die Bestandteile zersetzen sich in die Erde drumherum. Das heißt, wenn hier unsere Münze ist, haben wir in einer Sphärenform, also in einem Kreis um diese Münze rum, die Segmente, die ja noch vorhanden waren von der Münze. Und das lässt die ganze Münze größer erscheinen. Deswegen kann man trotzdem kleine Münzen auch tief orten. Deswegen finde ich so Lufttests immer so ein bisschen unaussagekräftig oder frisch vergrabene Münzen. Wenn jetzt jemand sagt, hier Detektor schön und gut und wir messen jetzt mal, wie weit kann er die messen, das mag zwar schön und gut sein. Aber im Reellen sieht das Ganze halt anders aus, dass die Münzen, die lange, lange liegen, wesentlich größer erscheinen, weil sie halt die ganzen Materialien und das ganze Zeug um die Münze abgelagert hat. Das sieht man auch an diesen dunklen Stellen. Also, das wollte ich nochmal schnell gesagt haben. Ich merke schon wieder, ich laber wie ein Wasserfall. Wo ist die Sonne hin? Oh, da ist die dicke Wolke, die kommt doch hier hin. Okay, weiter geht's. Jetzt hast du den Aufnehmknopf gedrückt. Vorhin. Du bist ja echt der beste Kameramann der Welt. Ich lerne noch. Ja, ich habe noch Besuch von Dagi gekriegt. Oh, schöner 80er Leiter. Prozent sage ich, es ist Folie, also hier so Zinkblech. Scheiße, ich glaube, das ist zu tief. Ich glaube, das ist zu tief für mein kleines Messer hier. Hier, das ist der Rest von dem anderen Ding, was ich gerade gefunden habe. Ja, ja. Ja, das Puzzle fügt sich zusammen. Also wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir eine Dose zusammen. Kriegen wir eine Dose zusammen, dann haben wir wenigstens das Pfand raus, weißt du? Das ist wieder runter von der Pflanze. So. Naja. Aber du mit deiner Forke warst schon gar nicht mal so schlecht. Ist dir die Hose jetzt gerissen?
Das hat sich stark. Oh, die ist aber cool. Warte. Die sieht gut aus. Super. Oh, die schick. Ja, ne? Hat die auch wieder diese Weinreben nee. Drauf? Nee, 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 das ist eine ganz andere. Schick. Die muss ich mal sauber machen. Also die sieht echt was steht da? ND? ND. ND? Nee, irgendwas mit. Cool. So eine habe ich noch nicht. Sehr gut. Kommt da noch was? Jetzt haben wir es. Sieht aus wie irgendwie, was man reinsteckt, um irgendwas zu fixieren. Sowas wie ein Anhänger oder sowas. Keine Ahnung. Hier wie so ein Splint. Aber wenn jemand sowas schon mal gesehen hat, das würde mich echt interessieren, wofür das Ding ist. Schreibt es mal unten rein, wenn jemand sowas kennt. Weiter geht's. Total ungewohnt, dass da einer nicht filmt. So, pass auf. Jetzt hört man das mal. Das ist wieder dieser Springelton. Guck mich an, nicht die Kamera. Ich muss, so. Weißt du? Ja. Im Freibad wäre es 50 Cent. Im Freibad wären es 50 Cent. Ja gut, das ist, haben sie zugeschüttet hier heute, das Freibad? Da hab ich zu verarschen. Und hier ist es wahrscheinlich scheiße oder? Hier, guck mal, hast du was zu essen für zwischendurch eine kleine Rückenwirbel? Ja, herrlich. Ja, den lege ich mir gleich auf die Zunge. Aber ich für die Rückfahrt nach Herford noch was. In mein nordrhein-westfälisches Land, wo es keine Leute gibt, die einen auf dem Feld anscheißen. Schöne Grüße nach Bückeburg, ne? Ja. So, ziemlich große 50 Pfennig sind das. Ja. Naja, so ist das. Bitte lächeln! Junge, der hackt uns gleich. Machst du jetzt eine 3D-Aufnahme von meinem dicken Hintern, ja? Weil das muss mal 4 cm höher sein, dann hast du wieder 5 cm. Hast du meine Kimme gefehlt? Da, wo keine Sonne scheint. Ist einer von euch Mr. Ed? Oder Juri? Oder Juri, du? Ja, aber jetzt grimmig, wa? Juri war das nicht, Juri. Ja, das war's schon wieder für heute. Da komme ich nichtsahnd nach Hause. Der Wind hat es geschafft, mich zu rasieren. Und ja, ich sehe, wir sind bei über 200 Abonnenten. Ich weiß echt nicht, wie das so schnell gehen konnte. Ich bin ganz überrascht. Auf jeden Fall bin ich jetzt im Zugzwang. Ich lasse mir was einfallen. Und ich weiß schon ungefähr, was die Bedingung sein wird. Die Bedingung wird sein, dass ihr mein letztes Video gesehen habt. Und zwar nicht, weil das so schön ist, sondern weil in diesem Video etwas versteckt ist, etwas an einem Ort steht, wo es eigentlich nichts zu suchen hat. Also wer das Video gesehen hat, auch ganz gesehen hat, der wird absolut kein Problem haben, genau zu wissen, wovon ich rede. Aber dazu mache ich ein extra Video. Wer vorbereitet sein möchte, kann sich das letzte angucken. Wäre schön und ihr werdet vorbereitet. Aber wie gesagt, es kommt in Kürze. Ich mache mich mal schlau, was ich euch als Preis gebe. Ich muss da mal gucken. Also ich habe schon was im Kopf. Ich muss halt nur gucken, ob das auch wirklich interessant ist für euch. Und ja, ansonsten war das ein Tag wie jeder andere hier im Schaumburger Land für mich. Zumindest in meinem Bezirk. Das heißt, ja, 90% Müll, wie ich es euch jedes Mal sage. Und ein paar interessante Funde waren dabei. Interessant war zum Beispiel der Grimpenfuß oder Griepenfuß. Ich muss gleich nochmal gucken, wie genau das Ding heißt. Ja, zwei schöne Plompen waren dabei. Eine Münze gab es, ein Knöpfchen. Also eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dafür, dass ich nicht so lange war. Es war ungefähr, ich glaube, 1,5 Stunden waren es. Und ja, ich bin froh, dass mich der Maulwurf nicht angefallen hat, weil ich in seiner Bude rumgewühlt habe. Und das Wetter hat auch mitgespielt. Also, das waren die letzten freien Felder. Ich werde jetzt
die nächsten Tage nochmal rübergehen, so wie es halt möglich ist. Ich habe jetzt erstmal Nachtschicht. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass ihr da wart. Es freut mich wirklich. Ich weiß, ich bin sowieso so ein kleiner Beknackter und so eine Ulknudel. Und ja, mich freut es halt, dass die Art von mir halt relativ gut ankommt und dass ihr nichts zu meckern habt. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bleib so, wie ich bin, immer. Ich habe diesen Kanal halt nicht, um mich zu profilieren, sondern nur, um euch mitzunehmen und euch, ja, mit euch meine Freude am Hobby zu teilen. Euch vielleicht ein paar neue Sachen zu erklären, aber auch neue Sachen von euch zu lernen. Also es ist ja nicht so, dass ich hier der Allwissende bin, denn ich stehe am Anfang meiner Sondelkarriere mit 3 Jahren und es gibt tausende Sachen, die ich nicht weiß. Und man lernt nicht aus, wie zum Beispiel in Foren und so weiter. Auch bei Facebook ist super interessant. Vor allen Dingen, wenn man Zugriff auf Leute wie Markus Brüche hat, der wirklich extrem gut ist, gerade was Restauration angeht. Also wer Interesse hat, zu sehen, wie römische Gewandnadeln, Fibeln restauriert werden, schneid mal rein in der Sondelgruppe Köln. Und ja, der Markus Brüche da ist Top-Ass. Den German Treasure Hunter trifft man dort auch an, genauso wie meine Wenigkeit. Und super viele nette Leute, ganz tolles Klima da. Ich hoffe, ich sehe euch bald wieder und bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ihr möchtet. Und sagt mir, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Und immer schön lächeln. Ich hoffe, ihr habt noch ein paar Felder, auf die ihr rauf könnt. Ansonsten geht es jetzt auf die Spielplätze. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal. Also in diesem Sinne, gut Fun.